Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA. Und wir sind dabei wieder. Ihr habt das letzte Spiel gesehen. 0 zu 4. Eine Packung vom MSV Duisburg kassiert. Ist okay. Alles ist okay. Nicht schlimm. Ist passiert. Wir sind nach wie vor Aufsteiger. So. Warte mal. Teamzentrale, da ist nämlich noch irgendwo was. Warte, Luke Hemmerich hat es gesagt. Ja. Alles ist gut, ist mittlerweile verlängert. Oh, genau, Rino ist ja geblieben. Ja, ich muss jetzt ein bisschen über mich nachdenken, über diese Saison nachdenken. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt gerade einfach. Es ist passiert. Es tut halt weh, aber wir können halt, wir müssen halt nichts, wir müssen es halt irgendwo jetzt verdauen und jetzt gegen Ingolstadt nachlegen. Was ist denn das jetzt? Achso, ist wieder ein Abgang, ne? Ich drück's mal weg, ich muss es ja nicht jedes Mal sehen. Marco Sira ist für nach POFC? Ich glaube, Frankreich ist das französische zweite Liga. Klasse B. Toller Preis, 500.000 haben wir für den Kampf kassiert. Ja, ist okay, alles gut. So, gut. Also für das Geld werde ich mir jetzt nochmal, gucke ich mal. Ich gucke tatsächlich aus. Jetzt gucken wir mal bei MSV Duisburg. Ob sie da noch den einen oder anderen, ob sie den einen oder anderen das ein oder andere Talent jetzt für uns. Das heißt Talent. Ich will gucken, dass ich da noch vielleicht den einen oder anderen Spieler verpflichte. Gerade vom Gegner. So, dritte Liga. MSV Duisburg. Wie gesagt, die haben es ja ganz schön durcheinander gebracht. Was kostet der? Nur eine Frage, was kostet der Keeper bei denen? Nein, nein, alles gut. Ich werde es nicht von Lukas Reda. 570.000, also Freigabesumme, die hätten wir sogar die Kohle. Natürlich, die haben uns jetzt ein bisschen. Oh, die haben uns natürlich jetzt ein bisschen was auseinandergenommen. Ne? Eine Frage, was wird der kosten? Ich glaube, der wird zu viel wahrscheinlich kosten. So, Transfersumme. 400.000. Mal gucken, also ich glaube, der wird eh sagen, nö, ist nicht. Das war mir klar. Kann ich leider auch nicht scouten. So. Ja, heute, wie gesagt, haben sie uns ein bisschen dezent auseinandergenommen. Aber passiert halt. Es passiert halt einfach mal. So, ich guck mal, was ich noch holen, ob ich den einen oder anderen Spieler noch verpflichten kann. Ist ja gar nicht mehr da. Doch, hier, theoretisch. Marktwert 1 Million, aber ich glaube nicht, dass der kommt. Transfersumme anbieten. Also ich weiß, dass der eh nicht kommen wird. Nicht für die Summe. Ja, klar. Na, müssen wir mal gucken. So. Ich muss gucken, dass ich mir wahrscheinlich sogar noch einen neuen Innenverteidiger kaufen kann. Dann mal kurz gucken. Ich muss ja. Mir tut mir die Defensive gerade sowieso. Also, wie gesagt, 2, 3 Fehler da hinten drin, das ist das Problem. EV. Ich brauche wahrscheinlich einen neuen Innenverteidiger. Ähm.
Marktwert 1,8 Millionen. Alles klar. Nicht machbar. Ich guck gerade, ob ich dann. Das ist, glaube ich, der Sohnemann von Frank Verlat, mein ehemaliger Bremer. Ja, ich bin in einer anderen Welt aufgewachsen. Ich bin zu einer anderen Zeit aufgewachsen. So. Aber ich brauche vielleicht noch, wie gesagt, ich bräuchte noch einen Innenverteidiger, der mir gerade ein bisschen helfen könnte. Ich komme wahrscheinlich nicht für die. Ich glaube nicht, dass der für 400.000 kommt. Ja, habe ich leider momentan nicht, wo ich sagen kann, ich kann. Das ist mir klar. Bisher sagen sie, nö, ist nicht. Auch wieder mal einer der aufstrebenden Talente hier, der von 60. 75.000. Ja, der wird auch nicht für 400.000 kommen. Ich muss ja gucken, dass ich einen Spieler bekomme, der. Ich gucke mal, ob ich in Deutschland einen Spieler bekomme, ob ich, der bezahlbar ist. Ich brauche ja wahrscheinlich eher auf Innenverteidiger und vor allen Dingen. Per Freigabesumme. So. Gucken, was wir kosten, was so bringen würde. Also ich brauche hier mal den ganzen Top-Team-Folger. Brauche ich nicht gucken. Das ist klar. 12 Millionen, ja gut, okay. Gucken, was wir da. 68 Millionen, ja, ist gut, okay. Das sind halt Summen, die ich nicht bezahlen kann. Ich glaube, in der Bundesliga brauche ich gar nicht gucken. So, zweite Bundesliga, gucken wir mal, ob wir da oder noch was kriegen könnten. Leider, also ein bisschen. Ich muss jetzt ein bisschen gerade aufs Budget achten, deswegen. Ich habe halt nicht die großen Megasprünge. Ich habe keine Dings drin, keine Finanzspritze drin, sondern einfach nur. Dann drückt man Spieler. Ja, das sind schon Summen. Ja, ich glaube. Warten. Also, es sind jetzt nicht unbedingt die Spieler. Auch dringend den Verteidiger, ey. Ah, gucken wir mal auf Jugendstab, ob wir da was haben. Ist das bei euch verfügbar? Ist das bei euch lesen? Was haben wir denn da noch? Aber irgendein Top-Talent, den ich mir ver. Ich meine, jetzt auf ein Mega-Talent zu gehen, was ist das für eine Position eigentlich? Das ist alles Offensive, ne? Ja, hier vielleicht als Linksverteidiger, aber sonst. Nee, ist leider nichts. Okay, wenn man dann beobachtet, ich muss jetzt. Ich gucke, ob ich die Kohle ein bisschen Kohle investieren kann für einen neuen Scout. Ich habe ja nichts. Ich habe eine halbe Million auf dem Konto, ja. Ich kann aber keine Spieler holen mit einem Stern. Ansonsten, ja, machen wir doch. Wir müssen was machen, damit wir halt irgendwas auf die Idee kommen. Ich gehe mal in die Schweiz runter. Da, wo der auch herkommt, der Trainer. Mal gucken, ob ich da für 3 Monate noch einen Innenverteidiger verpflichten kann. Defensiv stark, ja. Ja, ich werde die beiden Scouts mit den 1 Stern holen. Sogar für Frankreich. Mitteleuropa. Niederlande.
auch hier. Ich geh mal, den schicke ich dann auch mal runter. Ist auch für 9 Monate in die Dings. Leider kann ich jetzt gerade euch nicht. Oder warte, ich kann trotzdem gucken, was sie drin haben. Ne? Wie gesagt, wir gehen natürlich nachher noch ins Spiel. Heute wird es ein bisschen was länger werden wieder. Ich gucke, ob die da so, ob die Mega-Talente haben. Was ist nicht das, wo ich sagen muss? Potenzial von 90 bis 94. Ja, den hole ich mir hoch. Verpflichten. So. 60 bis 86. Ja. Passt. Lass mal. So. Mein Talent habe ich mir noch mitgenommen. Würde ich gerne Teamzentrale. Wo ist denn der Spieler? Das Talent. Ich bin jetzt irgendwo verpflichtet gerade. Ist er jetzt nicht mitgekommen? Habe ich den jetzt nicht geholt? Nee. Tatsächlich nicht. Okay. Da bin ich auf eine falsche Taste gekommen. Das kann doch nicht auch sein. So, an die Jugendakademie. Ich glaube, hier war das. Ist der drin? Genau, da. Der ist sogar 60 schon stark. Dann nehmen wir den mal hoch. So, also, okay. Gehen wir rein ins Match gegen den FC Ingolstadt. Da möchte ich gerne mal was machen. Und danach geht's nach Oldenburg. Pressekonferenz vor dem Spiel. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Ja, hier. Werden wir heute wieder gewinnen. Du, ist Derby, ne? Die Leistung muss auf jeden Fall besser werden. Dann Siegerteam natürlich auf, klar. Wir müssen uns auf jeden Fall wieder konzentrieren. Klar, wir siegen dann. Wir haben jetzt 6 Punkte nach 3 Spielen. Das ist okay. Das ist ein guter Saisonstart. Gucken wir mal, was heute toppen können. So. Ich werde heute bei einem Jugendspieler da ein bisschen mal unter die Arme greifen. Der darf zumindest heute vielleicht sein Debüt mal feiern mit seinen 17 Jahren gerade mal. Also ich werde natürlich immer wieder jungen Talenten eine Chance geben. Klar, das warum auch nicht, ne? Gut, geh mal rein ins Bett. Es dürfte eine tolle Begegnung werden. Die Spannung, sie ist mit Händen greifbar. Es ist ein hochinteressantes Duell. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Das wird mit Sicherheit ein Riesenspiel. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Ingolstadt wird Tabellenführer werden und wir wollen wieder den Anschluss ein bisschen nach oben gewinnen. Aber klar, wenn wir natürlich heute wieder verlieren, dann könnte es sein, dass wir auf da unten ein bisschen mit reinrutschen. Heute besonders achten. Hat in den letzten 3 Spielen 4 Tore gemacht und es ist nicht nur diese Statistik, die stimmt, sondern auch die Spielweise. Macht da vorne sehr viel, ist sehr aktiv und davon lebt er natürlich. Ja, aber schade, heute wieder seine Knipser-Qualitäten so ein bisschen unter der Aufwärtsstelle. Ich will ja natürlich noch einen Innenverteidiger verpflichten, das ist mein Ziel. Das hätte ich gerne, weil die gefällt mir noch nicht so wirklich für Defensive. Aber schauen wir mal. Jetzt erstmal das Spiel konzentrieren und hoffentlich diese Fehler ein bisschen abstellen, die wir gegen Duisburg aufgemacht haben. Und vor allen Dingen auch mal ein bisschen mehr auf. Da ist Platz auf dem Flügel. Und die Chancen nutzen. Ah, scheiße.
Ja, muss aufpassen, dass da irgendwas passiert. Gewartet, Ulrich. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Ah! Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Schön. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Lippert. Wird das die Führung? Yes! Da ist das Tor, die Gastgeber haben es gemacht. Sie gehen in diesem Derby mit 1:0 in Führung. Er macht das Tor, hier sehen wir es nochmal. Diesen Treffer wollte er, lässt sich davon nichts und niemandem wehren. So, also 1:0 für uns, 9. Minute, hat der so, 0:4 gegen Duisburg. Also das 1:0, oh, mal sehen, wie es hier weitergeht. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Da muss ich selber gehen, weil ich wollte erwarten, bis der Ball da läuft, aber es tut er nicht. Und unheimlich. Nur boah, fast mit der nächsten Chance. Dittgen. Zillemann. Ja. Schöne Aktion. Idee, da ein bisschen was uns ausspielt. So. Spielt die Defensive steht doch nicht so sicher. Den Innenverteidiger hätte ich gerne noch. Vielleicht mal gucken. Könnt ihr ja mal was in die Kommentare schreiben, was ich da was man da. Oh, könnte! Die Riesenchance für den. Das war technisch herausragend gemacht, das stimmt eigentlich alles. Für den FC Ingolstadt, aber passt. Wie gesagt, momentan haben wir 9 Punkte am Konto und wir haben sogar vor den Ingolstadt. Weiter mit dem Vorteil. Vergiss es. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Sie spielen stark. Eckloff! Oh, sicher nicht! Der kriegt seine Tonsquote momentan nicht weg. Verdoppeln können. Ja klar, sie führen, läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Mhm. Rico Preisinger. Dittgen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Oh nein! Und tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein auch bisschen. Auch der Segel schon wieder in den guten Situationen. Da ja, Schiedsrichter hier, gibt mal Schiedsrichterin sogar. Bei einer man kann auch Gelb geben hier, mal für so eine Situation, einfach mal sagen, okay, so geht aber nicht hier. Das könnte vielleicht was werden. Ball geht an den langen Pfosten, den kann er natürlich ganz. Ja, der war gar kein Druck dahinter, also der konnte nicht werden. Druck hinter diesem Ball. Ja, gemacht. Dittgen. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Linios. Und Sterner. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ja, wir haben ähnlich wie gegen Duisburg ein bisschen die Chancen in der ersten Halbzeit. Kriegen sie aber momentan nicht Tor. Aber das gute Vorteil, wir haben eines mal genutzt. Bringt den Ball jetzt nach vorne. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Oh, Glück. Das war wichtig, dass der noch dazwischen ging. Nehmen wir es. Mit Tempo über die Seite. Jetzt die Flanke. Schöner Einsatz. Ja, der war wichtig, dass auch wichtig für den FC Ingolstadt. Sterben. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Da können sie erstmal klären. Geht dann nicht. Er lässt sich da nicht aufhalten. Er holt sich vorne den Ball. Super Ding da. Ne, auf jeden Fall eher gerade mich. Wir versuchen es gerade, ich will jetzt ein bisschen diese Todesquote mal erkriegen von Eckloff, dass der heute mal wieder trifft. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Ja, Pause, ins 0-0 traf. Und bisher sieht es gut aus.
Was war hier die nächsten Punkte? Unter Dach und Fach bringen die Punkte 7 bis 9. Und dann hätten wir Ingolstadt überholt, aber das ist das, was man noch nicht. Das ist natürlich unser Ziel, klar, die Spiele zu gewinnen. Und so ein bisschen wieder gut machen für das Duisburg-Debakel. Mehr oder weniger. Es war ja nichts anderes. Es war ja einfach. Es lief einfach gar nicht. Es ist die Tore nicht gemacht. Schiri. War schon gelb. Klasse ausgetrickst. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Gut gemacht. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Abmarsch. Vielleicht keine Überraschung mehr. Aber jetzt ist es zumindest offiziell. Er wechselt zum FC Arsenal nach London. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Echt? Dittgen. Vielleicht die Konterchance. Chance auf den Ausgleich. Und ja. Tolle Parade. Keeper bleibt da stehen. Wie gesagt, der Junge ist 17 gerade mal. Ich sage ja, dass ich den einen oder anderen gerne mal eine Chance gebe. Und bis jetzt macht er seine Sache auch gut. Er hat gegen diesen Moment den Elfmeter rausgeholt. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Und jetzt gibt es eine Ecke. Sie nehmen eine Auswechslung vor. So, Ecke. Für uns. Limnios. Jetzt Ekwall. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Souverän gemacht vom Torwart. Ja, Verletzung Sulemani vom FC Ingolstadt. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Ha! Ball ist jetzt erstmal weg. Schöner Pass. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Ja, was gibt da jetzt? Es gibt Freistoß. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Hä? Okay. Warum vorher? Kann wahrscheinlich nur die Gelb. Ja, der Hand. Würde das Handspiel gewesen sein. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Er geht in den Strafraum. Der Ball Tor! Zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Ja, es hat sich ein bisschen angedeutet. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Gegen zwei und dann setzt er sich durch. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Super Zweikampf. Ja, gegen zwei kannst du nichts machen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Riesenchance zur Führung. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Ja, das hätte ich selber machen können. Gute Aktion. Ja, wird Einwurf geben und kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Sterner. Gibt den Ballbesitz ab. Limnios. Viel vorwärts. Probiert jetzt mal ein bisschen was. Ja, der will jetzt ein bisschen was machen. Geht gut nach innen. Gute Chance. Limnios, Pfosten. Pfosten. Und dann ins Tor aus. Ich bin momentan nicht so, wie ich sie gerne hätte. Rico Preisinger. Ich werde jetzt wechseln müssen. Ich werde das mal durch die Wechsel ziehen. So. Mal ausprobieren. So, ich habe hier vier Stück. Jetzt mache ich jetzt vier Stück auf einmal. Ja. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da liegt Schiri, der hat schon gelb. Die Schiedsrichterin Schiri. Gibt den Freistoß. Du gibst Freistoß, das ne? Ist natürlich eine sehr gefährliche Position.
Meier. Freistoß gehalten, aber auch leider nein. Allzu groß. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, eingewechselt. Die eigene Jugend aus Belgien. Und dann direkt das Tor. So, was machen Sie draus? Vielleicht die Führung jetzt. Maja! Er kann diesen Ball halten. Maja! Das sah gut aus. Klasse, das wäre es natürlich. Tolle Schusstechnik am Ende knapp. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Ah. Ja, verlieren Sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Und das zweite Spiel Folge ohne Sieg. 1-1. Dieses heutige Derby endet also unentschieden. Mann, das ärgert mich gerade. Zweite Spiel zum Folge ohne Sieg. Jetzt geht es erstmal darum, wieder ein bisschen wieder in die Vollspur reinzukommen. Tolles Zuspiel. Ja, bessere Mannschaft, ne? Und sowas. Aber uns halt nicht. Wir kriegen es gerade jetzt nicht umgemünzt, so ein bisschen. Die kleine Erfolgswelle ist jetzt erstmal so ein bisschen gebrochen. Wie gesagt, das wird entschieden. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Ja. So ist es halt einfach. Die Präzision hat gefehlt. So, Ende rum. Ich danke Ihnen. Naja. Ist halt leider so. Sag ja, die Defensive steht aktuell gar nicht. Okay, keine Spieler der Transfer ist für die dritte Liga. Warum auch immer. Ja, es ist halt immer wieder der Fehler hinten drin. Das ärgert mich. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Ich brauche halt wirklich mal einen großen Innenverteidiger, ne? Weil irgendwie mich nervt es gerade so ein bisschen. Werden. Der ist leider nicht. Gucken wir mal, wann kriegen. Er nicht. Nicht für die Summe. Würde die wahrscheinlich nicht tun, oder? Na komm, machen wir's doch.
Wenn das wäre natürlich bombig, wenn der kommen würde. Ja, passt. 5 Jahre, nehmen wir mit. Aber geben wir mal die Freigabe, die brauchen wir nämlich nicht. Und so einfach funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, wir haben hier im Kader. 17-jähriges Talent. Aber das ist ein Spielertausch halt nur gewesen mit 80.000 plus 80.000. Innenverteidiger, oh cool. Der wird doch direkt in die Startformation rutschen. Jo, passt das so. Gut. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Spiel gegen Oldenburg. Und ja, dann passt das soweit. Tschüss.